wird denn das jetzt? Willst du mich jetzt hier mit dem nächstbesten Typen verkuppeln, oder was? Nein. Doch, damit du jetzt dann doch noch zu Ricardo mit gutem Gewissen gehen kannst, oder was? Sag mal, was wirfst du mir hier eigentlich vor? Dass ich mich in einen Mann verliebt habe, der dich sowieso nicht will? Wie kannst du sowas sagen? Auch weil es wahr ist. Mann, warum raffst du es nicht einfach? Lieb mich. Jessica, Maxi und ich, wir sind eine Familie. Und das darf niemals kaputt gehen. Wenn Berg morgen zu uns kommt und sein Geld fordert und wir es ihm nicht geben können, dann... Dann müsst ihr eben heute noch gucken, dass er einen Ausweg findet. Du bist mein Ausweg. Berg hat gewonnen. Was uns jetzt noch bleibt, ist, in Würde unterzugehen. Vincent Berg war einer meiner Stammkunden. Ich muss in seine Suite. Sie müssen mir helfen, an die verdammten Kreuzworträtsel zu kommen. Ich tue es für Ansgar, weil ich ihn liebe. Ich kapiere nicht, wie du einfach so aufgeben kannst jetzt. Ich habe nicht einfach so aufgegeben. Ich habe gewonnen. Ein neues Leben mit Eva. Guten Tag, Herr Dürr. Hier ist Lisa von der Agentur Luxury Escort. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Ihr Chef zurzeit in Düsseldorf weilt. Beim letzten Mal gab es ja diesen ärgerlichen Vorfall mit dem Feueralarm. Und weil Herr Berg so ein exzellenter Kunde unserer Agentur ist, dachten wir, vielleicht würde er sich freuen, wenn Jasmina ihn heute im Hotel besucht. Ja, ich bleib dran. Du kannst lügen, kleine Maus. Das will ich sehen. Du glücklich mit deiner Eva in einer Zweiraumwohnung. Ohne Personal. Sie ist endlich ein Seppe. Es ist vorbei. Willst du den Schwanz einziehen? Dann hau doch auch endlich ab! Ich werde das nicht tun. Ich habe Tanja nämlich versprochen, LCL zu retten. Tanja. Ich zieh nicht den Schwanz ein. Ich setz einfach andere Prioritäten. Mit Eva. Ah. Als ihr Zuhälter? Dann schick sie doch gleich mal bei Berg vorbei. Pass auf, was du sagst. Worüber regst du dich eigentlich auf? Er hat recht. Und wenn deine Kleine wirklich Spitzenklasse ist, dann kann sie doch bestimmt noch was für uns tun. Vincent Berg erwartet Jasmina heute Abend um 8 Uhr im Hotel. Saubere Arbeit. Aber wie geht's denn weiter? Denken Sie nicht, Sie könnten in so einem Luxushotel den Safe einfach mit einer Haarnadel knacken? Ansgar hat mir gesagt, Sie sind die beste Detektivin, die er kennt. Und ein Hightech-Genie. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht dabei helfen. Ja. Wie jetzt? Ihr seid für die ruinierten Pelze bei LCL verantwortlich? Und du hast das Haus verkauft, damit du ihre Schulden bezahlen kannst? Das Dumme ist nur, dass ich an Alexa Berg verkauft habe. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die hinter diesem Immobilienkonzern steckt. Aber dafür muss Fritsche jetzt nicht in den Knast. Und so schlimm ist Alexa auch nicht. Was? Ich komme ganz gut mit ihr klar. Jessie, die war mit Tristan in der Kiste, als der noch mit Bella zusammen war. So oder so, diese Frau ist unser geringstes Problem. Wenn du dein Haus nicht verkauft hättest, Olli, dann wären Bella und ich jetzt richtig im Eimer. Wie, weißt du, hast dein Haus verkauft? Warum das denn? Das ist eine längere Geschichte. Also, ich habe Zeit, ich bin ganz Ohr. Schönen Abend noch, Dana. Ja, ciao. Jessie, ist alles okay? Hä? Klar, ist gut. Und ist es wirklich in Ordnung für dich, wenn wir jetzt abhauen und dir Maxi da lassen? Hallo, ich bin seine Mutter. Also, viel Spaß. Mhm. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Haben wir alles? Ja. Ciao. Ja. Sorry, mein kleiner Mama hat ganz fies Bauchweh. Das hätte ich den beiden ja nicht sagen können, sonst würden sie nur wieder denken, ich bin eifersüchtig und gönnen ihnen den Abend nicht. So enttäuscht wie du. Da machen wir uns nichts vor. Ich denke, wir werden uns das Unvermeidliche fügen müssen. Wäre ich gestern bei Berg erfolgreich gewesen. Gut, aber... Ja, bis später. Darf ich mir erlauben, Gräfin? Oh, vielen Dank, Justus. Justus, was würde ich nur ohne Sie tun? Wenigstens darum müssen Sie sich keine Gedanken machen. Oh, ich fürchte doch. Die Chancen, das Schloss und den sonstigen Besitz zu halten, schwinden von Stunde zu Stunde. Ja, das habe ich bereits befürchtet.
Die Ansprache von Graf Ansgar vorgestern war ja sehr bewegend. Dass ausgerechnet er an den Familiensinn appelliert, das hat mich doch sehr, verzeihen Sie bitte, überrascht. Ja, uns alle. Nur leider war diese ungewohnte Einigkeit nicht erfolgreich. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Königsbrunn an Herrn Yakamoto fällt. Und ich fürchte, für erstklassiges Personal ist in seinem Vergnügungspark kein Bedarf. Soll ich das so bereits an die Dienerschaft weiterleiten? Nein. Nein, wir geben die Hoffnung natürlich nicht auf. Und diese Nachricht, die soll auch erst verkündet werden, wenn wirklich feststeht, dass wir Königsbrunn verlassen müssen. Gut, gut. Ich muss nämlich gestehen, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, nicht mehr für Sie zu sorgen. Schau gut aus. Kamillentee? Das Zeug hast du doch. Bist du krank? Ich hab Bauchschmerzen. Schlägt dir immer noch die Verliebtheit von Dana und Ricky auf den Magen? Nein, ich habe mich damit abgefunden. Gut, ich finde es jetzt nicht so prickelnd, aber Bauchschmerzen kommen auf jeden Fall nicht daher. Die hatte ich gestern auch schon. Jessie, wenn es so schlimm ist, warum hast du nicht Ricardo gefragt, ob er sich das mal anschaut? Super Idee, dass jetzt auch noch Ricardo an meinem Bauch rumtätschelt und alle mir unterstellen, ich würde simulieren und ihnen den Arm versauen. Hey, bevor du dich erst mit irgendwelchen Schmerztabletten vollstopfst, red doch noch mal mit einem Arzt. Es gibt ja auch noch andere, nicht nur Ricky. Was du nicht sagst. Ja, ich sag's ja. Du brauchst einen Arzt. Ich warte jetzt erstmal ab, ob die Medikamente helfen. Wenn es mir morgen nicht besser geht, dann gehe ich zum Arzt, okay? Okay. Aber falls es schlimmer wird, fährst du ins Krankenhaus, ja? Mhm. Ja. Also während Sie shoppen waren, habe ich mich mal schlau gemacht. Die Safes im Bergs Hotel, die haben alle so einen Fingerabdruckscanner. Kein Schlüssel? Nein. Wie soll ich denn da rankommen, bevor Berg was merkt? Na, Sie müssen ihm ja nicht gleich den Finger abhacken. Was wir brauchen, ist ein guter, klarer Daumenabdruck, am besten auf dem Glas. Und wenn Sie den haben, dann habe ich hier so Spezialklebestreifen. Da nehmen Sie den Abdruck mit ab und setzen ihn auf den Scanner am Safe. Und das müssen Sie machen, ehe der Mann schachmatt gesetzt ist. Weil bei der Methode, die Sie jetzt anwenden müssen, wissen wir nicht, wann der wieder zu sich kommt. Ach, das wissen Sie gar nicht. Ja, der war gestern im Krankenhaus, der hat was an der Pumpe. K.O.-Tropfen können wir nicht nehmen, dann käme der überhaupt nie mehr zu sich. Also das ist zu gefährlich. Was nehme ich dann? Sie nehmen eine Champagnerflasche und ziehen dem einen schönen Scheitel und passen auf, dass Sie ihm dabei den Schädel nicht zertrümmern. Und wie merke ich den Unterschied? Das üben wir gleich. Ich habe ein paar Wassermelonen gekauft. Wassermelonen? Wassermelonen. Kind, das ist kein Ringelpiez mit Anfassen, was wir hier machen. Das ist gefährlich. Und wenn das schief geht, dann können Sie Ihre eigenen Klamotten da hinten nicht mehr selber umtauschen. Kind. Ansgar, wie ist es gelaufen? Wie erwartet. Sebastian und Tristan waren nicht gerade begeistert. Ist ja auch kein Wunder. Erst schicke ich sie in den Ring zum Kämpfen und dann zähle ich uns selbst K.O. Vielleicht gibt's ja doch noch Hoffnung. Blödsinn. Morgen über den Berg hier das Ruder. Und ehrlich gesagt, ich bin fast ein bisschen erleichtert. Kein Gerangel mehr um die Spitze, keine Millionendeals, keine Lahnstein-Tradition. Nur noch du und ich. Und der einzige Kampf, der noch zu führen ist, wird der sein, ums letzte Croissant. Oder um die Bettdecke. Ansgar, du weißt, ich würde alles für dich tun. Komm einfach nach Hause. Ich fahre ins Loft, ich warte da auf dich. Okay. Aber es kann später werden. Warum? Wenn Rebecca dich aufhält, dann... Nein, nein. Das habe ich dir nicht gesagt, aber ich besuche meine Mutter noch im Sanatorium. Ich bin schon halb auf dem Weg. Ah, okay. Das geht natürlich vor. Bricht dir schöne Grüße aus. Mach ich. Bis später. Ich freue mich auf dich. Ich mich auch. Fahr vorsichtig.
Kind, wir müssen das nicht machen. Noch können wir umkehren. Ich tue das für Ansgar. Ich bin die Einzige, die ihm noch helfen kann. Oh, bezaubernd, Gräfin. Sie sind ja eine Künstlerin. Dankeschön, Justus. Ja, vielleicht habe ich eine Perspektive in der Floristikbranche. Unter uns, Justus, Sie sollten sich nach einer Alternative umsehen. Sicherheitshalber. Es gibt ein Leben nach Königsbrunn. Das ist der Logik nach unbestritten. Allein die Vorstellung finde ich allerdings wahnsinnig deprimierend. Ja, Sie sind der perfekte Butler. Ach, nicht doch. Doch. Aber selbst wenn Sie sich umorientieren müssten, bei Ihren Talenten, ist das doch gar kein Problem. Ich weiß nicht. Doch. Ich weiß doch, dass Sie sich ständig weiterbilden. Nun ja, ich habe ein Diplom als Sommelier und als Barkeeper. Kürzlich habe ich einen Säuglingspflegekurs gemacht, aber als Hebamme würde mich doch keiner einstellen. Ja, schon eher als Berufskraftfahrer. Die nötige Führerscheinklasse könnte ich zweifellos vorweisen. Ich könnte auch Nachhilfe geben in Mathematik und Physik. Schach ist ja leider kein Prüfungsfach. Röhnrad auch nicht. Ich könnte ja auch versuchen, wieder Kampftaucher zu werden. Ich habe den 6. Dan im Judo, den schwarzen Gürtel in Karate. Damit ließe sich auch etwas anfangen, Bodyguard oder so. Sie können Karate? Ja. Können Sie mit der Hand Ziegelsteine durchschlagen? Das müssen Sie mir unbedingt zeigen. Okay, finde ich. Ich weiß nicht. Doch. Nein. Doch. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. Oh, das ist der Gockel. Der Gockel, und er macht die Geriki. Ja. Was sind die? Ricardo. Nur mit Federn, hm? Was haben wir da, da? Oh, da haben wir den Esel. Der I.A. Tut mir leid, mein Kleiner, hm? Ich glaube, wir machen mal kurz eine Zoopause. Dann nehmen wir mal ziemlich aua. Mal schnell eine Tablette nehmen, hm? Lea. Hey. Meinst du, wir können doch mal die Mama 2 anrufen, ne? Dass sie mal kurz auf dich aufpasst, wenn ich zum Doc gehe? Nein, wir können Dana nicht anrufen. Und dann aber mit dem Aufzug würde sie nur denken, ich simuliere, Lea Date stören und dann wird sie das Handy abschalten. Ich will nicht stören, aber ich war mir nicht sicher, ob ihr noch was braucht, außer Luft und Liebe. Zwei von denen da. Hm? Ich hätte schon gern noch was zu essen. Vorschlag, damit ihr den Rest des Abends eure Ruhe habt, werde ich die restlichen Gänge einfach kommentarlos abstellen. Wie klingt das? Gut. So spricht eine Frau, die genau weiß, wie man sich ein gigantisches Trinkgeld verdient. Genieß den Abend. Das werden wir. Hast du gerade mit ihr geflirtet? Nein. Auf uns. Auf uns. Und diesen wunderbaren Abend.
Conny ist auch nicht da, ne? Es nützt ja nichts, mein Kleiner. Komm, einer Fetzer. Jasmina? Guten Abend. Vielleicht möchte Ihr Chef die Körperkontrolle diesmal persönlich übernehmen. Verlockende Idee. Sie können Pause machen. Ich brauche Sie die nächsten ein, zwei Stunden nicht. Hallo, Jasmina. Ich verspreche Ihnen, wenn dieses Mal der Feuermelder wieder losgeht, ignoriere ich ihn einfach. Darauf sollten wir anstoßen. Und auf unser Wiedersehen. Ich hatte schon gefürchtet, Sie würden untreu werden. Wie kommen Sie darauf? Meine Chefin hat gesagt, dass Sie mich diesmal nicht von sich aus gebucht haben. Ich hatte es vor einigen Wochen versucht. Da berichtete man mir, Sie hätten sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Und jetzt sind Sie wieder hier. Bei mir. Ein Missverständnis. Ich habe mir nur eine Auszeit genommen. Meine Chefin hat deswegen bestimmt ein schlechtes Gewissen. Sie hat Ihnen gesagt, dass mein Besuch heute auf Kosten des Hauses geht? Hat sie nicht. Welch angenehme Überraschung. Melone? Zuckersüß, köstlich und heute früh erst geerntet. Ich habe sie direkt aus Israel einfliegen lassen. Verlockend. Aber mit einem Gläschen Champagner würde sie bestimmt noch leckerer schmecken. Hm. Bedienen Sie sich. Ich darf zurzeit nicht. Medikamente. Soll ich ihn reinrufen? So. Oh nein. Das Krankenhaus. Gibt's da keine Chance, dass sie dir nur sagen wollen, dass du nicht mehr kommen brauchst? Kommst daran. Ja. Ja, in Ordnung, ich bin unterwegs. Ja. Ich weiß, was ich gesagt habe, dass ich nicht mehr aushalte. Aber sie haben Dr. Mendes gerufen. Ich möchte bitte warten, bis ein anderer Arzt Zeit hat, okay? Aber Dr. Mendes ist toll. Eben. Jedenfalls ist er bereits unterwegs. Was? Selbstbedienung. Vincent, Sie enttäuschen mich. Sie haben einen Ruf zu verlieren. Ich schwärme meinen Kolleginnen immer davon vor, dass Sie der perfekte Gentleman sind. Sie haben recht. Wie unaufmerksam von mir. Und einen schönen Abend. Ja.
einen unvergesslichen Abend. Ich bin sicher, den werden wir haben. Eine Sekunde noch. Der Champagner schmeckt nur anders als sonst. Ich wollte gucken, was das für eine Marke ist. Quatsch nicht über die Puffbrause, Mädchen. Zieh ihm die Pulle über den Kopf jetzt mal. Sie haben eine feine Zunge. Aber das ist mir ja bereits bekannt. Große Mahlzeit. Herzchen, ich bin es, deine Mama. Auf deinem Handy ist dauernd besetzt, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich wollte ja auch nur sagen, dass die Schwester mir ausgerichtet hat, dass du vorhin angerufen hast. Wie schön, dass du mich übermorgen besuchen kommst. Dr. Schäfer hat gesagt, wenn es nicht zu ist, übermorgen? Können wir sogar doch einen Ausflug machen. Also, bis dann. Für Frau Baumann, hören Sie, das muss ein Missfall. Hallo? Wollen wir es nicht langsam angehen? Heute leider nicht. Ich muss noch mit New York telefonieren, bevor die Börse schließt. Aber so ist es doch viel schöner. Ja, schön. Aber nicht heute. Oh nein. Eva, verdammt noch mal, geh ans Telefon. Ansgar, du weißt, ich würde alles für dich tun. Ich würde alles für dich tun. Aber nicht das, oder? Also Justus, wenn ich schon früher gewusst hätte, was Sie für Talente haben. Ja, Gräfin? Oh, darf ich? Ja, natürlich. Also dann hätte ich mich doch viel eher auf so eine kleine Episode mit Ihnen eingelassen. Es wäre mir ein Vergnügen gewesen, Gräfin. Danke. Besonders bei Ihrer Figur. Ich meine, Sie haben natürlich eine vortreffliche Figur in allem, was Sie tun. Besonders beim Röhnrad. Röhnrad? Mhm. Das wäre ja auch ein Erlebnis. Ja, ja, allzeit bereit. Ich meine, zu Diensten. Allzeit zu Diensten. Ja, danke, Justus. Danke. Seit wann fährst du Röhnrad? Rebecca, ich hab dich gar nicht gesehen. Darf ich fragen, was ihr in der Schlossküche gemacht habt? Oder soll ich lieber das Personal ausfragen? Wieso? Was soll das heißen? Naja, dass Justus vor lauter Aufregung wahrscheinlich gerade über seine eigenen Füße oder über was anderes stolpert. Er hat mir eine kleine Einführung in Karate gegeben. Stell dir mal vor, ich habe ein Brett durchgeschlagen. Nein. Ja, dieser Mann hat so ungeahnte Talente. Unglaublich. Ich hoffe ja, dass er ganz schnell eine neue Anstellung findet. Du hast ihm gekündigt? Nein. Aber ich habe ihm nahegelegt, sich nach einer neuen Stelle umzusehen. Ich meine, wer weiß, wie lange wir hier noch leben. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Justus sich freiwillig eine neue Stelle sucht? Ich habe es ihm dringend ans Herz gelegt, ja. Tja, ich glaube, neben seinem Herzen, da liegt schon was anderes. Wie meinst du das? Elisabeth, jetzt im Ernst. Justus liebt dich. Und sobald es nur ein bisschen Hoffnung gibt, dass er ja weiter arbeiten kann, wird er das tun. Und sich keine neue Stelle suchen, jedenfalls nicht freiwillig. Wie war's für dich? Rhetorische Frage, so wie du mitgegangen bist. Ist es in Ordnung, wenn ich zuerst dusche? Natürlich. Lassen Sie sich Zeit. Thank you.
Wo ist der Safe? Im Schrank. Hotel-Safes sind immer im Schrank. Oh, der Kippe nach dem Essen und danach gehen die wieder rauf. Mach hin, Mädchen. Bergs Bodyguards kommen gleich rauf. Alles klar, ich beeil mich. Was soll das denn werden? Das legen Sie mal wieder ganz langsam zurück in den Safe. Ach du Kacke. Und keine falschen Bewegungen. Gräfin, Sie haben geläutet. Ja, Justus, ich möchte einen Moment mit Ihnen sprechen. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich soll mich hinsetzen? Hier mit Ihnen? Gräfin, das schickt sich nicht. Bitte, Justus, tun Sie mir den Gefallen. Wenn mein Benehmen in der Küche, die Karatevorführung in irgendeiner Weise ungebührlich gewesen sein sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Nein, nein, Justus, das war wunderbar und ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Und für so viel mehr. Für all die Jahre, die Sie mir eine Stütze gewesen sind. Sozusagen der gute Geist von Königsbrunn. Ich habe nur getan, was in meinen Möglichkeiten stand. Viel, viel mehr. Und ich hoffe, ich konnte Ihre unschätzbare Hilfe annähernd in Worte fassen. Wofür? Sie bekommen selbstverständlich ein Empfehlungsschreiben. Das heißt, Sie wollen mir kündigen? Von wollen kann gar keine Rede sein, Justus. Und ich schicke Sie auch nicht weg, solange noch ein winziger, kleiner Funken Hoffnung besteht. Aber, Gräfin, es liegt mir fern, mich aufdrängen zu wollen. Nur, wie ich bereits angedeutet habe, würde ich Ihnen auch außerhalb Königsbrunn gerne auch in Zukunft zu Diensten sein. Wenn es eine Frage des Gehalts sein sollte, dann... Nein, Justus, bitte. Ich möchte sicherstellen, dass Sie alle Möglichkeiten nutzen, eines Ihrer Talente zum Beruf zu machen. Bitte. Und wenn ich etwas ändern soll, dann scheuen Sie sich nicht. Lassen Sie es mich wissen. Für wen arbeitest du? Für niemanden. Hör auf zu lügen. Das ist die Wahrheit. Ich habe Schulden. Und ich dachte, ich finde in Ihrem Safe vielleicht ein bisschen Bargeld. Es tut mir leid. Bitte lassen Sie mich gehen. Du knackst mein Safe wie ein Meisterdieb, aber du bist eine miserable Schauspielerin. Statt dir meine Wertsachen zu nehmen, greifst du dir gezielt diese Seiten. Und ich will jetzt wissen, wieso. Das war reine Neugier. Ich fand's nur komisch, dass Sie sowas im Safe aufbewahren. Ja, doch. Na, jetzt nicht auch noch der. Hallöchen, hallo. Hören Sie mal, ich habe mich total verfranst. Ich wollte eigentlich nach Le Coeur hinfahren. Alfred, mein Mann, hat gesagt, was willst du denn in Düsseldorf? Ist doch überall schön. Aber ich bitte Sie als Frau, man muss doch einmal über die Coeur rauf und runter läden, gucken, kleinen Kaffee trinken. Obwohl, ist wahrscheinlich auch sehr teuer. Ich kann da nicht mal Mineralwasser trinken. Danach muss auch Elisabeth gesucht haben. Das bedeutet... Natürlich. Auf meiner letzten Party. Du und Ansgar, ihr habt euch unterhalten, bis ich dazugekommen bin. Ihr beide kennt euch. Was? Nein. Ich habe Herrn Blanstein dort zum ersten Mal getroffen. Hat er dich gekauft? Na los, red schon, red schon! Eva. Komm los, nichts wie raus hier. Halt, warte, die Rätselhefte. Was? Los hier.
Frühling. Du bist heute mit deinem Doc unterwegs. Im Krankenhaus, Bereitschaft. Bock zu zocken? Macht zu zweit mehr Spaß. Wasser. Da. Aber rein sind auch da. Na gut, gegessen habe ich schon, aber zocken klingt ganz gut. Ich will nur noch mal schnell zum Maxi. Du kriegst echt Entzugserscheinungen, wenn du ein paar Stunden nicht gesehen hast, was? Ja, das ist halt Familie. Oh Gott, das geht nicht ohne Dana. Das ist mein Handy. Komm schon, Maxi, ist ja wohl auch obersüß. Und dich habe ich auch schon beim Duzi-Duzi erwischt. Das ist kroatisch, heißt, trink mal Schnaps und ich box dich weg. Hast ja recht, der Kleine ist niedlich. Aber bist du sicher, dass du ihn wecken willst und er danach alles zusammenschreit? Ach, ich bin ganz leise. Kann sein, dass Jessica schon schläft. Der ging's vorhin nicht so gut. Mhm. Na gut. Lass mich überzeugt, lass uns zocken. Ich meine, das ist ja auch nicht einfach. Ich muss fahren, dann liegt auf dem Beifahrersitz liegt dieser Plan. Der hat sich dauernd verheddert. Ich kann da nichts lesen. Alfred wollte ja nicht mitkommen. Alfred hat ja ein Navi im Auto. Ich kann aber diesen Navi nicht anmachen. Ich weiß gar nicht, wie der geht. Und darum bin ich jetzt auf Sie angewiesen. Sie müssen mir jetzt sagen, nun nehmen Sie doch mal, wie ich von hier jetzt in die Innenstadt... Waren Sie keine Lust zu, ne? Hat ja auch wenig Sinn mit Ihnen. Ja, dann bin ich das jetzt auch leid. Da kommt ja gar nichts von Ihnen. Alles okay? Ja, lesen. Ja, wir müssen doch wissen, ob die Aktion erfolgreich war, ob Ihre Freundin die richtigen Sachen da mitgebracht hat für Sie. Na, gucken Sie mal. Nee, ich denke schon, wir haben, was wir brauchen. Gut, ja, dann nix wie weg hier. Frau Baumann, das war toll, was Sie da gemacht haben. Das war richtig cool. Wie Sie sich das getraut haben, diesen alten Lustmolch vorm Sex noch mal unter die Dusche zu schicken, damit Sie dann in Ruhe an den Safe konnten. Das hatte große Klasse. Aber dann sind Sie ja Gott sei Dank gekommen. Das war gut, gerade rechtzeitig. Ja, schon gut. Fahren Sie einfach. Die Aufgabe eines perfekten Butlers ist es, seinem Arbeitgeber jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Die Gabe von Herrn Justus Stiel geht weit darüber hinaus. Herr Stiel hat unsere Wünsche erahnt und erfüllt, noch bevor sie uns selbst bewusst waren. Wie jeder vorzügliche Butler hat Herr Stiel bei der stets perfekten Erfüllung seiner Pflichten
absolute Loyalität, Umsicht und Einfühlungsvermögen bewiesen. Durch seine Klugheit und nicht zuletzt auch durch seinen liebenswerten Charakter. Die Gräfin findet mich liebenswert. Ist Herr Stiel nicht nur zum unverzichtbaren Majordomus des Schlosslebens geworden? Er ist mir über die Jahre auch zu einem treuen, absolut verlässlichen Vertrauten geworden. Ich bin Herrn Stiel für all das mehr als dankbar, wünsche ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft und bedauere zutiefst, dass unsere Wege sich trennen müssen. Justus, was kann ich für Sie tun? Ich habe Ihr Empfehlungsschreiben gelesen und... Oh, stimmt etwas damit nicht? Doch, doch. Es war wunderbar. Ihre Worte haben mich sehr bewegt. Ich wollte Ihnen gern dafür danken. Das müssen Sie nicht. Jedes Wort ist wahr. Nein, ich bitte Sie, Sie machen mich ganz verlegen. Oh, das wollte ich nicht. Es ist alles gut, Justus. Also gut. Das heißt, nein. Also, darf ich noch etwas sagen? Ja, was immer Sie auf dem Herzen haben. Ja, ja, auf dem Herzen. Besser hätte ich es auch nicht auszudrücken vermocht. Es ist etwas, was ich schon lange in mir trage. Allein es hätte sich nicht geschickt. Aber jetzt, da die Möglichkeit besteht, dass ich vielleicht morgen nicht mehr Ihr Butler sein darf, möchte ich die Gelegenheit nutzen, offen mit Ihnen zu sprechen. Justus, waren wir nicht immer offen miteinander? Doch schon. Aber etwas gibt es, was ich niemals gewagt hätte, Ihnen zu sagen, liebe verehrte Gräfin. Justus? Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Wer weiß, vielleicht geschieht hier noch ein Wunder und wir können alle auf Königsbrunn bleiben. Ich sage es gerne noch einmal. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass Sie unser Butler bleiben. Ja, selbstverständlich. Ich bitte um Entschuldigung. Es gibt doch nichts, wofür Sie sich entschuldigen müssten. Danke, Gräfin. Berg weiß nichts von diesem Loft oder auch nur, dass du hier arbeitest. Aber ich will einfach nicht, dass wir ein Risiko eingehen. Eva? Ansgar, das ist so... kalorienreich? Zauberhaft. Als ich damals mitten in deinem Kuchen stand, hatte ich zum ersten Mal die Hoffnung, dass ich dir nicht ganz egal bin. Da hast du ja auch noch nicht gewusst, dass ich Callgirl bin. Was ist los? Du willst wissen, was los ist? Ja. Ich liebe dich, Eva. Aber eine Sache muss ich wissen. Ja? Es stimmt nicht, was die Haferdon gesagt hat. Berg ist nicht erst duschen gegangen. Sie hat gelogen. Du hast mit ihm geschlafen. Habe ich recht? Tell me who was it told you about the broken bones. Cause I've been all over the whole goddamn world and over the world am I. Now the moon, it ain't nothing but an old rotten bone hung from the ceiling so high.
Ich hab doch gesagt, mit mir als Gegner siehst du keine Sonne. Ha. Ich hab dich auch gewinnen lassen. Das ist doch Blödsinn. Und trotzdem wären wir schneller gewesen, wenn wir uns aufgeteilt hätten. Ja, aber das hätte nur halb so viel Spaß gebracht. Hi. Na, hey. Wo kommt ihr denn her? Ach, wir haben eine Kiste mit Flyern für unsere Schufti-Firma verteilt. Unser neuestes Motto? Hammer statt Jammer. Ja, wir müssen jetzt unsere Restschulden bei den Landscheins abbezahlen. Und dann auch das Geld bei Olli abstottern. Ja, deshalb gucken wir auch gleich noch die Handwerker-Auktion im Internet nach. Zocken? Geritzt. Sag mal, Dana, seit wann ist denn Zocken dein Ding? Ich dachte, das wäre eher so Jessicas Fall. Irgendwie verkehrte Welt heute. Ich krieg hier viereckige Augen und Jessica liegt seit Stunden im Bett. Moment mal, ist das eine Maxi? Ich höre nichts. Was? Der ist doch so laut wie die ganze Südtribüne. Jessica? Kleiner, was ist denn los? Wo ist die Mama? Jessica? 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 Kannst du mich hören? Jessica, wach auf!